Seit 2017 fahre ich den Hyundai Ioniq Electric im Leasing für 4 Jahre. Wenn man das jetzt hochrechnet, dann wisst ihr, dass wir den jetzt Anfang 2022 abgeben müssen. Das ist nicht mehr wahnsinnig lange hin. Und ich muss mir Gedanken machen, was kommt danach? Wir haben jetzt gerade die ganzen Preisanpassungen bei den Stromanbietern, ENBW zum Beispiel, wo sich ein Elektroauto im Vergleich zu einem Diesel preislich kaum noch lohnt, zumal der Ioniq wirklich sehr, sehr sparsam im Verbrauch war. Jetzt ist die Frage, was werde ich machen? Gehe ich zurück zum Verbrenner? Gucke ich mal, was da neu kommt und wie sieht es eigentlich um den Sion aus? Ich lasse euch an meinen Gedanken teilhaben und wünsche euch in diesem Video dabei ganz viel Spaß. Ja, Wahnsinn. 4 Jahre sind schon wieder rum. 4 Jahre Hyundai Ioniq. Die ersten Erfahrungen mit einem voll elektrischen Auto. Davor hatten wir 4 Jahre lang den Toyota Auris Hybrid als Kombi. Und ich habe damals schon gesagt, ich hätte gerne einen Kombi, ich hätte gerne den Toyota, aber ich will halt gerne ein Elektroauto. Durch mein ganzes Motorradgefahren hatte ich ja doch schon ziemlich viele Erfahrungen gesammelt, was so das Thema Elektromobilität angeht. Aber es gab damals leider keinen Kombi, den man hätte leasen können, der elektrisch unterwegs war. Das heißt, wir mussten wohl oder übel dann uns für den Hyundai entscheiden, der damals im Grunde der beste Kompromiss für uns war. Wir sind sehr zufrieden damit und dieser Hyundai endet jetzt am Anfang 2022, wird dann dementsprechend zurückgegeben. Ich habe auch die Möglichkeit, den noch zu verlängern. Die Frage ist halt, lohnt sich das? Lohnt es sich noch ein Elektroauto zu fahren in der heutigen Zeit, wo die Preise, ich sag mal, im Halbjahrestakt angehoben werden und wir teilweise wirklich schon mit normalen Verbräuchen um die 15, 16 Kilowattstunden pro 100 Kilometer eigentlich schon teurer sind als ein Dieselfahrzeug. Wer mich kennt, der weiß natürlich, dass ich da keinen Schritt zurückgehen werde. Ja, mittlerweile geht ja wieder in den Medien um, dass so und so viele Prozente sich nach dem Elektroauto wieder zurückbewegen werden zum Verbrenner. Bei mir ist das auf gar keinen Fall der Fall. Ich habe ja hier im Grunde hier seit 2016, 2017 noch das Sion-Armband um von der Probefahrt hier in Berlin. Ich stehe nach wie vor immer noch auf den Sion, warte auf den, der kommt aber nicht erst Anfang 2023 und so lange würden wir dann ohne Auto dastehen. Die Frage ist jetzt halt, nehme ich noch was dazwischen? Kommt der Sion überhaupt pünktlich? Lohnt es sich zu warten? Also es sind sehr, sehr viele Fragen, die damit reinkommen und ich versuche das alles in meinem Kopf so ein bisschen zu ordnen, zu sortieren. Und ja, habe jetzt als Zuschauer bei einem Neo Q&A, das ist eine Sendung, die kommt immer Freitag um 20 Uhr auf YouTube, mit dem Sven Schmolke geschrieben, der sagte, sag mal Kombi, warum nimmst du denn nicht den MG? MG EV5, EV5, 5EV, wie auch immer. Habe ich bis dato noch nie was von gehört. Hätte ich gewusst, dass es einen elektrischen Kombi gibt, dann wäre es auch sofort meiner gewesen. Und habe ich gesagt, das kann ja nicht stimmen. Gut, hat mich mal ein bisschen belesen, geschaut und habe tatsächlich ziemlich viele Seiten gefunden aus Großbritannien, wo MG ja eigentlich herkommt. Mittlerweile ist es ein chinesisches Unternehmen seit 2006, 2007, die jetzt aber wieder anfangen, gerade für den europäischen Markt und auch für Deutschland eine Palette von E-Fahrzeugen aufzubauen. Das heißt, wir haben also hier in Deutschland gar keine Verbrenner mehr. In anderen Ländern gibt es noch Hybride, aber der Trend geht dahingehend, dass die Fahrzeuge komplett voll elektrisch werden. Und da gibt es auch einen Kombi, den gibt es schon in Großbritannien seit letztem Jahr. Und da gibt es sehr viele Videos, wie gesagt, Testvideos, Fahrtvideos, ganz viele Familien, die sich damit beschäftigen. Und der O-Ton ist wirklich durchweg positiv, was so das Platzangebot angeht, die Funktion, den Verbrauch. Und ja, und interessanterweise gibt es auf der MG-Homepage ein Facelift, welches dann nach Deutschland kommen soll. Angeblich Ende dieses Jahres, spätestens Anfang nächsten Jahres soll der Wagen sein. Ich habe schon 2, 3 Händler angeschrieben, ich habe schon MG angeschrieben, aber keiner weiß so richtig von irgendwas. Und ja, wir müssen halt einfach ein bisschen abwarten. Aber viel Zeit ist ja bis dahin nicht mehr. Und es ist auch so, dass es jetzt nicht ein Auto ist, was jetzt extra für Europa gebaut wird, sondern es gibt schon ein Schwestermodell, was es in China gibt. Da heißt der Röwe i5. Kann ich ja gerne mal irgendwie mal verlinken, die ganzen Geschichten. Das heißt, da fährt es also schon in China rum, das Auto. Also sprich, es gibt den schon, der muss halt eben noch ein bisschen angepasst werden mit der Ladebuchse, mit dem CCS und sowas alles. Optisch vielleicht noch ein paar andere Sachen, die für den deutschen Markt angepasst werden müssen und dann kann es im Grunde losgehen. Sehr interessant ist also das Abmaß, also ein Kombi, ich glaube 1400 Liter Gepäckraum, wenn man den umklappt. Wir haben 5 Sitze, das heißt also hinten mit
Kindersitzanklippung da, Isofix, ne? Also auch gar kein Thema. Und wir haben ausreichend Power, ausreichend Leistung, um das Fahrzeug vernünftig zu bewegen. Keine 400 PS, was ja in meinen Augen völliger Quatsch ist, sondern wir haben hier wirklich ein vernünftiges, solides Elektroauto, was ich mir immer schon gewünscht habe. Kein Tesla mit 4000 PS, kein Porsche Cayenne SUV, sondern wirklich ein ganz normales Auto für die Familie. Wenn man sich jetzt mal die Daten anschaut von dem Röwe i5, dann sehen wir, dass der in China mit einem 52,5 Kilowattstunden großen Akku gebaut wird und es gibt ihn mittlerweile auch mit knapp über 60 Kilowattstunden. Ich gehe mal davon aus, dass wir den 52,5 bekommen werden. Warum gehe ich davon aus? Das heißt auf der Homepage, dass der Akku in 30 Minuten von 0 bis 80% gefüllt ist. Wenn ich jetzt einberechne, dass der etwa 85 kW Ladeleistung hat, CCS, dann komme ich, wenn ich 80% hochrechne auf die 100, dann komme ich so um die 52, 53 Kilowattstunden. Da gehe ich mal von aus. Wenn er jetzt allerdings mit 100 kW laden sollte, was natürlich ziemlich geil wäre, dann wären es tatsächlich die 61. Allerdings spricht noch was dagegen. Wir haben also eine Reichweitenangabe von etwas über 400 Kilometer. Und wenn wir nochmal zurückschauen auf die Seite von Röwe, dann sehen wir, dass da 420, 423 Kilometer angedacht sind. Das heißt, ich gehe also eher von den 52 Kilowattstunden aus, die aber auch schon im Grunde ja fast das Doppelte vom Ioniq sind. Das heißt also, wir haben da ausreichend Akku. Selbst der Ioniq hat ja schon ausgereicht. Was ich mir immer noch gewünscht hätte, wären wirklich so 250 bis 300 Kilometer reine Autobahnreichweite mit 120, 130 km/h. Und ich denke, dass man das mit dem schaffen sollte. 250 auf jeden Fall, 300 vielleicht im Sommer. Also eine ziemlich gute Reichweite, um auch mal größere Strecken gut zu schaffen. Ich bin ehrlich gesagt ziemlich verliebt in die Optik. Ich mag gerade dieses Rot total. Also normalerweise stehe ich überhaupt nicht auf rote Autos, aber dieses rote Auto, diese Abbildung auf der Homepage, das finde ich so genial. Und vielleicht habt ihr es ja auch gesehen, dass Steve von der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg hat ja sozusagen das SUV schon mal gefahren und den gibt es auch in diesem Rot. Und also in Realität sieht der wirklich ziemlich genial aus. MG an sich baut jetzt das letzte hier in Deutschland gerade erstmal auf. Ich habe schon gesehen, dass es in Berlin einen Händler gibt, das Auto aus Schimmel, was allerdings 4 Standorte hat. Das heißt also, im Grunde habe ich hier in jeder Himmelsrichtung irgendwie ein Autohaus, wo ich das Auto hinbringen kann, wenn da was sein sollte. Und habe dann halt auch wirklich den Support vor Ort, was ich auch mal ziemlich wichtig finde. Es ist halt immer nicht so schön, wenn man dann wirklich kilometerweit fahren muss, um irgendwo hinzukommen, wenn man mal eine Frage oder mal ein Problem hat. Ich bin mit dem Autohaus natürlich schon im Kontakt. Ja. Das kann ich immer gar nicht so lange abwarten. Und momentan wissen sie noch nicht wirklich viel, aber sobald sie was wissen, werden sie sich bei mir melden. Und dann hoffe ich, dass ich da irgendwie ein Fahrzeug abbekomme. Selbst wenn es jetzt eine Vorbestellung ist vom Autohaus, dann werde ich da auf jeden Fall zugreifen und dann, wenn alles gut geht, Anfang 2022 mit dem MG 5 Electric unterwegs sein. Da freue ich mich schon sehr drauf und dann habe ich halt auch nicht so den Druck mit dem Sion, dann kann der gerne kommen, wenn er möchte. Nach wie vor finde ich den Sion immer noch, abschließend jetzt vielleicht am Ende des Videos, als das interessantere Auto. Wir haben also hier auch noch mal ein bisschen mehr Platz. Wir haben dieses Kombi-SUV-ähnliche bei dem Sion mit drin. Und gerade diese Problematik mit dem Strom für die ganze Ladegeschichte. Es ist ein Riesenvorteil, wenn ich halt eben gewissen Strom auch selber erzeugen oder herstellen kann, dass ich mir dann also ein paar Wege zur Ladesäule sparen kann. Ich glaube, das macht irgendwie total Sinn. So. Ja, was sagt ihr? Kennt ihr den MG schon? Habt ihr da schon mal was von gehört? Wie findet ihr ihn? Ich finde ihn total genial. Wir haben zwar natürlich nicht diese ganze Nachhaltigkeit wie beim Sion. Ja, irgendwo muss man halt irgendwie Abstriche machen. Ich für meine Zwecke habe im Grunde beschlossen, jetzt nicht zu warten, bis der Sion noch auf der Straße ist, bis er da ist, sondern ich werde zwischendurch halt eben ein anderes Auto fahren. Aber ich werde den Sion beibehalten. Ich habe ja dazu ziemlich viel Geld investiert und auch schon vorab bezahlt, fast die Hälfte. Und ich freue mich nach wie vor immer noch auf den Sion, wenn er denn endlich vor der Tür stehen sollte. In diesem Sinne, vielen Dank wieder mal fürs Zusehen, fürs Hören. Macht's gut, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.